Bravo, Gretje. Gretje? Das hört sich nicht an wie die Monomakose Form von Margarete. Eher holländisch. Richtig, sie habe ein gutes Gehör beim Lesen. Gretje Alrichs ist 1917 in Ostfriesland geboren und feiert jetzt ihr 90. in der Neckarstadt. Wie kommt's Gretje nach Mannen? Und was ist Besonderes an ihr, außer dass sie eine goldische Frau ist, ein klarer Kopf hat und von der Mittelstraße noch jede Woche auf den Markt fährt, noch selber kocht und Schäfer zählen kann? Die Mutter von Gretje war Mannemarin, womit ihr Mann nach Ostfriesland gegangen ist. Das Gretje ist als junge Frau von dort zu ihrer Verwandten nach Mannen gekommen und lebt heute noch im Haus von ihren Großeltern. Sie hat damals eine Stelle bei den Stadtwerken gekriegt und im Filzbachschlüssel in K7 geschafft, wo die Leute ihre Rechnungen bezahlt haben. Sie sagt, ich habe Gas, Wasser und Strom verkauft. Am Kriegsende hat sie dazu noch als Aushilfsfräulein vom Amt in der städtischen Telefonzentrale in K5 vermittelt. Wie die Amerikaner Ende März 1945 vor Mann gestanden sind, habe sie vom Käferdaler Wasserwerk aus die Zentrale angerufen, dass die Stadt eine Chance hat, friedlich übergeben zu werden. Das allgemeine Telefonnetz war zusammengebrochen. Das Betriebsnetz von der Stadt hat noch funktioniert. In der Zentrale hat das Gretje Dienst gehabt. Viele Männer waren evakuiert, das Stadtoberhaupt und die mutigen Parteibonzen waren Stifte gegangen. Es war schwer, jemanden zu finden, wo die Stadt hat übergeben können. Die Verhandlungen haben sich jahrelang hingezogen. Die ganze Zeit hat das Gretje die Stellung gehalten. Der Oberbaurat Quintus hat schließlich Mannem übergeben, ohne dass noch einmal geschossen worden ist. Es war die erste Übergabe von einer Stadt in der Weltgeschichte per Telefon. Auf der amerikanischen Seite hat der Dr. Franz Steinitz vermittelt, ein Breslauer Jud, wo aufgepasst hat, dass Mannem geschont worden ist. Und er hat dem Gretje Mut gemacht. Die Situation war doppelt gefährlich. Wenn die Verbindung abgerissen wäre, hätte die Armee mit schwerer Artillerie zugeschlagen. Das wäre kurz vor Schluss noch einmal eine Katastrophe Mann gewesen, mit vielen Toten und Verletzten. Und wenn so ein paar Nazis mitgekriegt hätten, dass in K5 mit der Armee verhandelt wird, hätten sie vielleicht noch so Verbrechen begangen wie am Hermann Addis, Adolf Doland und Erich Paul, wo auf N7 eine weiße Fahnenkiste haben und dort vier in der Lauerschen Gärte umgebracht worden sind. Hat Gretje keine Angst gehabt? Doch, natürlich wie jeder vernünftige Held. Aber sie hat Stand gehalten. Gretje heißt übrigens Perle, griechisch Margarites. Das passt. Bravo und Dankeschön, Gretje Alrichs, und alles Gute zum Geburtstag.